Die Frage nach Chancen und Risiken nichtheimischer oder gebietseigener Gehölze beschäftigt derzeit sehr viele. Die Chancen sind ganz allgemein zunächst darin zu sehen, dass wir Elemente nutzen, zukünftig nutzen, die Eigenschaften mitbringen, die die einheimische Flora uns derzeit nicht bietet. Im Forst geht es um bestimmte Holzqualitäten, um Wuchsleistungen. Es geht darum, die Waldökosysteme auch als Wirtschaftsraum leistungsfähig zu erhalten. Im urbanen Raum wird es auch darum gehen, dass wir ja gerade unter den Gesichtspunkten des Klimawandels mehr Stadt- und Straßengrün brauchen werden, um unseren Lebensraum der Menschen ja angenehm, erträglich, schöner zu gestalten. Und gerade im urbanen Raum wird es aus meiner Sicht schon problematisch mit sehr vielen einheimischen Arten, die den Extremen, die der Klimawandel mit sich bringt, nicht mehr gewachsen sind und damit ihrer Funktion nicht mehr gerecht werden können. Wir hier in Tharandt haben mit dem sogenannten Forstpark Tharandt ein sehr großes Projekt vor 20 Jahren gestartet, wo wir uns der nordamerikanischen Gehölzflora widmen. In Nordamerika gibt es jetzt schon Regionen, die ein Klima aufweisen, was uns hier in Mitteleuropa vorausgesagt wird. Und da sind dann eben Arten, die uns besonders spannend erscheinen, wie der neben mir stehende Amberbaum, der hinter mir gelb färbende Rotahorn oder auch ein Tupelo-Baum für den innerstädtischen Bereich vielleicht sehr interessant, wobei das weiter erprobt werden muss. Im Forst schauen wir natürlich auch nach wuchskräftigen Baumarten. Wir werden auch da weiter nach Nadelholzarten schauen müssen, die vielleicht doch besser angepasst sind, die auch in Form anderer Bewirtschaftungssysteme angebaut werden, also ganz sicher nicht mehr im Reinbestand, sondern in Mischbeständen. Eine der Arten, die da schon lange erprobt sind und auch gute Ergebnisse zeigen, ist beispielsweise die Douglasie. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass weitere Zypressengewächse wie die kalifornische Flusszeder oder eine Tanne wie die Colorado-Tanne zukünftig noch mehr Beachtung finden könnten, da sie doch etwas robuster gegenüber Trockenheit sind als die heimische und viel angebaute Fichte. Risiken sind verschiedener Art. Wir könnten zum Beispiel daran denken, dass sich einige dieser Arten, wenn wir sie denn größerflächig anbauen, als sogenannte invasive Arten entpuppen oder darstellen. Das bedeutet, dass sie sich etablieren können, dass sie also sich verjüngen können, in andere Ökosysteme einwandern können oder auf andere Art und Weise zu Schaden, zu Nachteilen führen, wenn sie beispielsweise Infrastruktur in Städten beschädigen würden oder eben sogar auch sogenannte soziale Nachteile mit sich bringen, also für menschliche Gesundheit unzuträglich wären durch beispielsweise allergenen Pollen, wie wir das von Ambrosia schon kennen. Diese Risiken gilt es natürlich im Zuge der Forschung vorab intensivst abzuwägen, bestmöglichst zu erkennen und letztendlich auch für die Zukunft zu prognostizieren. Und genau das fällt natürlich besonders schwer, da wir ja im Rahmen des Klimawandels genau das erleben, dass wir eben nicht mehr alles sehr gut voraussagen können und alle Zusammenhänge gut voraussagen können. Ja, bei all diesen Erwägungen und Untersuchungen zum Einsatz nichtheimischer oder gebietseigener Gehölze gilt es natürlich zunächst einmal festzustellen, dass es nicht bedeutet, dass jetzt Bestrebungen da wären, alles, was in Mitteleuropa oder der Bundesrepublik einheimisch gebietseigen ist, zu ersetzen. Im Wald, im Waldökosystem, im Forst schon gar nicht. Hier werden wir sicherlich um einen relativ geringen Prozentsatz nichtheimischer Gehölze, Baumarten sprechen, die zum Einsatz kommen. Im urbanen Raum wird es aus meiner Sicht gar nicht mehr anders gehen, weil Standorte gerade entlang von Straßen oder in den Stadtzentren, die ja besonders von dem Klimawandel und der Erwärmung betroffen sind. Wir sprechen von sogenannten City Heat Islands, dass wir hier nichtheimische Arten einsetzen müssen, was aus meiner Sicht auch zu unserer Gartenbaukultur durchaus dazugehört.